Hallo. Willkommen bei Atlantica Online. Heute möchte ich auf eine spezielle Frage eingehen. Und zwar habe ich die Frage bekommen, was sind Gildenpunkte und wofür kann man die verwenden und woher bekommt man die? Ja, zum einen mal, was sind Punkte? Gildenpunkte sind Punkte ähnlich denen von Angel- oder Kampfpunkten. Allerdings kann die Gildenpunkte nur der Gildenleiter bzw. der stellvertretende Gildenleiter benutzen. Zum Ausgeben gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es in Romark beim NPC Pointree, da gehen wir jetzt direkt mal hin, also zur Stadt und am Markt. Und dann ist der Pointree hier die Katze. Und gleich der erste Reiter beschäftigt sich mit den Gildenpunkten. Zum einen gibt es hier Schlüssel, einmal für NDs wie den ND Avalon. Dann auf der zweiten Seite das Geisterschiff, Alcatraz, Yggdrasil und Babel. Und auch die Schlüssel für die Gildendungeon gibt es für die Gildenpunkte. Einmal für den Schlangenschrein, für Marksburg, fürs Mausoleum, für die Golddrachenhöhle und auf der zweiten Seite auch fürs Tal der Vergessenheit, TDV. Aber Dungeon-Schlüssel sind nicht das einzige, was man bei Pointree für Gildenpunkte bekommt. Unter anderem gibt es auch vier verschiedene Feste: Fest mit Freunden, Fest der Einheit, Fest des Wachstums und Fest des Handwerks. Am wichtigsten sind da eindeutig das Fest der Einheit, das Angriffskraft und Verteidigung bringt, oder eventuell noch das Fest des Wachstums, das Erfahrung bringt, also falls ihr irgendwelche Söldner aufleveln wollt. Dann gibt es noch die Gildenbetriebshandbücher. Für 550 Punkte kriegt ihr da ein Buch, das, wenn ihr einlest, 500 Gildenpunkte bringt. Für 100 Willenskraft unter anderem. Das ist natürlich nur sinnvoll, falls ihr die Gildenpunkte verkaufen wollt am Markt. Gildenbetriebshandbücher sind handelbar. Oder falls ihr die Gildenpunkte auf eine andere Gilde transferieren möchtet. Ja, das war die Möglichkeit, bei Pointree die Gildenpunkte einzusetzen. Die zweite Möglichkeit, vielleicht sogar die wichtigere, ist, sie fürs Städtebieten zu verwenden. Dazu gehe ich mal oder teleportiere ich zurück in unsere Stadt, die wir im Moment haben. Von Blutmund ist es die Stadt Bern. Da sind wir schon in Bern angekommen. Jetzt könnt ihr gucken im Stadtmenü auch. Unter anderem seht ihr hier im Gildenbüro, wie viele Gildenpunkte eure Gilde hat. Das wären jetzt 53,6 Millionen ungefähr. Und der Gildenliste könnt ihr schauen, könnt ihr dasselbe auch von allen anderen Gilden einsehen. Zum Beispiel jetzt 10,1. Und das gibt es natürlich auch für alle Gilden hier. 9 Seiten sind jetzt hier am Server noch. Seht ihr eure eigene in Orange markiert. Ja, aber ich wollte euch über das Städtebieten Auskunft geben. Und zwar kann da der Gildenleiter oder stellvertretende Leiter, wenn eine Stadt in der Bietphase ist, im Rathaus hier, das ist der Button, dann steht hier Bewerbe und Kontrolle ist hier aktiv. Bei uns wird die Stadt Bern hier am 6.6. wieder frei, das ist der Ingame-Tag, 6.6.252. Das heißt, alle 14 Tage muss man wieder auf die Stadt bieten. Momentan ist das Städtebieten nicht sonderlich schwierig, weil eigentlich genügend Städte für alle aktiven oder halbaktiven Gilden vorhanden sind. Man kann eigentlich oder fast auf jede Stadt bieten, Ausnahmen sind da Rom, Südeuropa, in Zentralasien Chang'an, in Afrika Kinshasa und die australischen Städte Perth und Sydney. Alle anderen Städte kann man bieten. Immer wenn der Zeitraum gekommen ist, das
Darüber könnt ihr euch auch informieren über Spielinfo Städte und dann Ablaufdatum der Stadtkontrolle. Na, jetzt mal lädt. Da steht, wann eine Stadt das nächste Mal in die Beat-Phase kommt. Zum Beispiel Hanyang oder Busan müssen jetzt zum Beispiel momentan in der Beat-Phase sein. Schauen wir mal, ob wir eine von denen finden. Hier wäre Busan. Und ihr seht zum Beispiel hier im Rathaus ist die Beat, der Beat-Zeitraum da und es wurden 1000 Punkte drauf geboten. Und 1000 Punkte sind auch das Minimum, was man bieten muss. Um das Städtebieten durchführen zu können, müsst ihr, wie gesagt, Leiter oder stellvertretender Leiter einer Gilde sein und unter anderem neben den Gildenpunkten auch die Gildenaktivitätspunkte haben. Dazu, ob ihr die habt, könnt ihr schauen unter Optionen, Aktivitätspunkte und da braucht ihr mindestens 28.000 Stück. Aktivitätspunkte bekommt ihr, wenn ihr in den letzten 15 Tagen, also richtigen Tagen, mindestens zwei Leute 1000 Aktivitätspunkte gemacht haben. Also ihr braucht mindestens zwei aktive Mitglieder und 1000 Aktivitätspunkte macht, kriegt ihr, indem ihr ein bis drei Kämpfe, sag ich mal, ohne aktives eigenes Handwerk klopft. Dann sollte es eigentlich schon passiert sein. Und dann könnt ihr eben an dieser Beat-Phase da teilnehmen. Als Warnung, sucht euch, wie gesagt, eine Stadt raus, die, wo eine Gilde drauf hockt, die eventuell nicht bieten kann, weil sie die Aktivitätspunkte nicht hat. Dazu einfach in der Gildenliste, also Gildenbüro und dann Gildenliste, die Gildenliste durchschauen mit Gilden, die keine Aktivitätspunkte haben. Hier, die hätten 28.000, also Kairo wäre zum Beispiel nicht frei. Also da würde ich jetzt zum Beispiel nicht drauf bieten. Ja, dann die dritte Möglichkeit, Gildenpunkte zu investieren oder wofür ihr Gildenpunkte braucht, ist die Gilde aufstufen. Das maximale Level einer Gilde, die maximale Gildenstufe ist 120. Das heißt, bis 120 ist die Gildenerfahrung wichtig. Und wenn die da über 100% ist, das heißt, ihr die Möglichkeit habt, die Gilde aufzustufen, dann kostet es unter anderem auch Gildenpunkte. Aber es solltet ihr eben machen, weil Gildenstufe bringt gute Buffs. Und zwar könnt ihr das schauen unter Buffs und dann Verteidigung bringt die Gildenstufe 6%, Arbeitspensum 17% und Angriffskraft auch 17%. Das heißt, sucht euch auf jeden Fall eine Gilde, die Gildenstufe 120 hat oder die Gildenstufe 120 bald erhaltet oder schafft. So. Ja, das waren die drei Möglichkeiten, Punkte auszugeben. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie ihr Gildenpunkte erzeugen könnt. Da gibt es, soweit ich das durchdacht habe, sechs verschiedene Möglichkeiten. Einmal durchs Gildenhandwerk. Das könnt ihr anschauen im Gildenbüro. Optionen, Gildenhandwerk. Handwerker registrieren zum Beispiel. Da seht ihr jetzt, was aktuell drin ist. Das möchte ich euch jetzt nicht groß erläutern, wie ihr da was reinstellt. Aber für jedes Gildenhandwerk, für jedes abgeschlossene Gildenhandwerk, was 30 Millionen Arbeitspensum oder mehr hat, gibt es 1000 Gildenpunkte. Jede Million mehr bringt keine zusätzlichen Gildenpunkte. Das heißt, hier die zwei Teile des Anfangs mit 36 Millionen Arbeitspensum bringen jetzt genauso viel wie hier die zwei Exekutorbögen mit 69 Millionen Arbeitspensum. Da steht es auch immer nochmal, wie viel die bringen. Alles unter den 30 Millionen bringt proportional weniger Gildenpunkte. Zum Beispiel eben ein Gildenhandwerk mit 15 Millionen Arbeitspensum gibt 500 Gildenpunkte. Und das sollte man eben beachten, falls man
als Gilde darauf aus ist, diese Gildenpunkte aufzubauen. Und das Gildenhandwerk ist eigentlich aktuell zumindest mit Abstand der beste Weg, um Gildenpunkte aufzubauen. Ja, eine weitere Möglichkeit ist es, Dungeons zu laufen, und zwar die Nations-Dungeons und die Gilden-Dungeons. Die habe ich euch jetzt schon bei Pointry gezeigt, wie ihr die Schlüssel bekommt. Außer denen, die ich euch da gezeigt habe, gibt es dann nur noch den Gilden-Dungeon Revolution, da kriegt ihr den Schlüssel auf andere Wege. Ja, und für den Abschluss gibt es eben auch Gildenpunkte. Dazu, wenn ihr dazu Näheres wissen wollt, einfach in der Hilfe H drücken, um die Hilfe aufzurufen. Dann steht ihr unter Gilden-Dungeon-Belohnungen, stehen die verschiedenen Gilden-Dungeons alle drin, zum Beispiel das Mausoleum hier, gibt 2600 Gildenpunkte. Das gleiche gilt natürlich auch für die Nations-Dungeon-Belohnungen. Da gibt es zum Beispiel für das Gefängnis Alcatraz 2200 Gildenpunkte. Für den erfolgreichen Abschluss natürlich nur. Dann ein weiterer Weg, Gildenpunkte zu machen, sind die Gildenbetriebshandbücher, die ihr von Pointry erhalten könnt. Natürlich solltet ihr die euch von da nicht holen, wenn ihr die aufbauen wollt, aber man kann sie eben auch vom Markt kaufen, die Gildenbetriebshandbücher. Aktuell sind die recht günstig. Die Preise, die steigen natürlich extrem, falls es mal wieder zum Krieg kommt und dadurch das Städtebieten interessanter wird. Oder falls eben viele neue Gilden Städte haben wollen und sich da überbieten und dadurch Gildenpunkte abbauen, gegenseitig. Dann eine weitere Möglichkeit, Gildenpunkte zu erzeugen, ist einfach online sein. Ihr seht schon, ich habe den zweiten Chat hier etwas offen. Hier steht zum Beispiel, eure Gildenpunkte haben sich um 97 erhöht. Durch Anwesenheit. Das heißt, wir waren online oder beziehungsweise viele Leute waren in der Gilde online. Ihr seht jetzt, wer aktuell online ist und je nachdem, wie viele das sind, desto mehr Anwesenheitspunkte gibt es hier. Es können auch mal über 200 sein, vielleicht am Wochenende, wenn viele da sind. Das ist natürlich je nach Mitgliederzahl unterschiedlich. Dann eine weitere Möglichkeit ist sind Stadt- und Gildenquests. Dazu gehe ich mal wieder nach Bern in unsere Stadt. Wenn eure Gilde schon eine Stadt hat, solltet ihr eben Stadtquests machen und keine Gildenquests. Nichtsdestotrotz zeige ich euch natürlich auch die Gildenquests. Und zwar könnt ihr Gildenquests annehmen oder Gildenbüro, Optionen und dann Gildenquest. Mache ich jetzt nicht. Unsere Gilde hat ja eine Stadt. Da müsst ihr eben in eurer eigenen Stadt, ins Stadtmenü und dann auf Stadtquest. Und dann klickt ihr auf Ja. Aber hierfür braucht ihr eine Schriftrolle des Verwalters eurer Stufe. Das heißt, ich bin 170. Ich brauche dadurch eine 6er Verwalterrolle. Die könnt ihr unter anderem vom Markt kaufen. Oder von herumfahrenden Händlern. Schauen wir mal, ob einer da ist mit Verwalterrollen. Ne, Reparaturstein. Ne, haben wir im Moment keinen, nur mit Reparatursteinen. Aber hier so in Türkis steht da manchmal Gerüchten zufolge, gibt es eine Verwalterrolle 6 oder 5 oder 4. Und dann könnt ihr dahin porten und für 100 Willenskraft eine kaufen. Ich habe aber von meiner Gilde welche bekommen und kann daher auf Stadtquest und ein Ja drücken. Dann kriegen wir eine Aufgabe, die bestimmt sich je nach Macht, nach Level der Söldner, die ihr dabei habt. Wir müssen 20 mal Djinn der Leere töten, auch Erfahrung, Verzauberungsstein und 600 Gildenpunkte. Auch Gildenerfahrung und weil es eine Stadtquest ist, auch Gewerbe. Gewerbe seht ihr hier im Stadtmenü eurer Stadt. Das bewirkt eben, dass die Zufriedenheit in der Stadt höher ist, dadurch ihr Bevölkerung aufbaut für eure Stadt. Ja, der letzte Weg, Gildenpunkte aufzubauen, sind Wettkämpfe.
Die Wettkämpfe würde ich euch allerdings nicht empfehlen. Unter Events seht ihr hier, wann Wettkämpfe sind. Zu den Wettkämpfen, die Gildenpunkte bringen, zählen die Freie Liga und die Kolosseumsliga. Da steht immer dabei, wann die sind. Aktuell ist eine Freie Liga. Und da seht ihr auch immer angezeigt, wenn ein Gildenmitglied einen Kampf macht. Hier hat jemand gewonnen, das heißt, es gibt 5 Gildenpunkte und hier noch einer gewonnen, 5 Gildenpunkte. Es bestimmt sich auch etwas durch die Division, in der gewonnen oder verloren wird. Aber in keinem Fall ist es ein großer Wert. Also es ist auf jeden Fall immer einstellig. Ich glaube, 5 Gildenpunkte ist das Maximum, was man kriegen kann durch einen Sieg. Also es ist sehr, sehr wenig. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es natürlich in die Kommentare rein. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage zu den Gildenpunkten damit gut beantworten. Ich hoffe, euch hat es weitergeholfen. Falls ihr natürlich noch andere Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mich hier auf dem Server Blood Moon einfach so an. Ich hoffe, das Video war trotzdem interessant, auch wenn natürlich sehr, sehr wenig Action war. Und ich hoffe, ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Ciao!